Arzt. Ich war beim Arzt, ich fange direkt an, Medias Res. Ich war beim Arzt, nichts Schlimmes, kleine Gonorrhö. Nein, ich war beim Arzt wegen einer kleinen Impfauffrischung. So, also wirklich was ganz Harmloses. Jetzt kam ich da rein, Klassiker, ich komme rein, ins Wartezimmer brechend voll. Nicht wahr? Und dann, was macht man dann, wenn einem langweilig ist im Wartezimmer? Was machst du? Genau, man beobachtet die Leute. So heimlich, ne? Man sieht so und guckt so, so, das habe ich auch gemacht. Ich saß ungefähr hier und hier vorne links saß eine ältere Dame. Ganz süß, so eine alte Oma, ganz wunderbar. Hier saß ein älterer Herr, auch ganz süß. In der Mitte saß eine ziemlich korpulente Frau, die war schon eingeschlafen. Wirklich. Und ich saß hier und man konnte da oben direkt an Steffi gucken, das war... Und die war... Und die ganze Zeit saß ich da und dachte... Ohne Scheiß, wirklich. Jedenfalls... Das ist wirklich so passiert. Gut, die war schon ein bisschen... Da hätte man auch... Dong, dong, dong. Egal, jedenfalls, da saß eine Ältere. Das gehört eigentlich nicht, aber ich denke gerade so ein Mann mit Luftballon. Gibt es ja auch so Clowns, die so Luftballons auflassen, ne? Und die dann so Tiere daraus basteln, oder? Ist egal. Also, das saß eine Ente. Ist alles neu, ich lasse es drin. Hier saß ein Mädchen, das war ein wenig erkältet, das war nicht schlimm. Hier saß ein junger Mann, der hatte Schüttelfrost. Der arme Kerl, ihm lief der Schweiß so runter, der arme Junge. Und hier saß ein Hypochonder. Also einer, der gar nichts hatte, der nur so tat. Nicht wahr? Der hatte nichts und der sagte immer, gehen Sie ruhig vor. Und der stöhnte, oh, so vor sich hin. Der wollte nur bemitleidet werden. Ich saß hier, ne? So, ich saß hier. Jetzt wird dir langweilig, wenn du beim Arzt sitzt und musst warten. Was machst du? Guckst die Zeitschriften an. Oh, Deutschland ist Weltmeister. Ach, nee, ist von 74. Du machst nichts. Nichts. Wo sitzt du da? Ja, Moment. Aber viel schlimmer ist ja Folgendes. Mittlerweile sind die Arztpraxen ja aufgepeppt, nicht wahr? Viele schicke Arztpraxen machen das ja mittlerweile. Deswegen war die ältere, die junge, die dicke Dame... Oh. Das war nicht Cindy. Die korpulente Dame, die war schon eingeschlafen, das macht ja nichts. Und mittlerweile war im Wartezimmer aber so ein eingerichtet, so eine Musik, ein Wartezimmer-Gedudel. Wie am Chinesen. Ne? Und das ist blöd, weil das macht es noch viel schwieriger, noch viel langweiliger. Jetzt saß ich da und es ist zum ersten Mal in diesem Wartezimmer was passiert, was vorher noch nie passiert ist. Wahrscheinlich nur aus Zufall. Und was da passiert ist, das würde ich euch jetzt gerne mal zeigen. Die Oma hatte zweimal im Takt genießt, wirklich. Und dann, pass auf, und dann der Opa noch dazu. Und dann das Mädchen. Da kam mir doch mal ein bisschen mehr Luft mit als geplant. Aber das macht nichts. Hier vorne war jetzt einer von der DHL angekommen, ein Mann von der Post, der 8000 Pakete in den 12000 Stunden gestellt hatte. Und er überhaupt nicht mehr konnte vor lauter Atem. Dann die dicke Frau. Und er wieder. Der Hypochonder. Wieder mit Schüttelfrost, ne? Und er wieder. Wenn wir das so gut hinkriegen, dann war das immer dann alle zusammen, oder? Moment mal, jetzt geht's los. Moment, wohl. Jetzt geht's los. Herr Meier, bitte. Herr Meier, bitte in die drei. Oder oh ich muss in die Rektoskopie. Mit der Stuhlprobe in die 5. Und dann hat die Musik gewechselt, aber wir hatten trotzdem Spaß. Atschi. 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 Atschi